Queen zusammen, liebe Facebook-Gemeinde und Dschungelcamp-Fans und Kaderlot. Wir, die Real Queens, sitzen hier mit unserer guten Berliner Freundin und Bitch, Jessica Parker. Hi! Und wir spielen heute ein neues Spiel. Und zwar spielen wir Dschungelprüfung oder Pornotitel. Ja, das ist wieder eine Fressprüfung, oder? In der Konserve. Ja, dann müssen die wahrscheinlich so, da sind irgendwie so eingeweckte Sachen und da ist dann hier so, ne? Nierenschleim. Ja, doch, was soll das denn für ein Porno sein? Was die ja, in der Dose, ja, genau. In der Dose. Ah, in der Konserve macht. Als Loch. Ja, das passt. Na, aber auch. Das kann aber auch sein, wenn du so einen Pott Sperma hast. Nein, bitte lass das eine Dschungelprüfung ich sein. Ich hab noch Pilze. Kann alles sein. Kann alles sein. Wir haben schon mal Katzenfutter gegessen. Wir müssen entscheiden. Wir sagen Dschungelprüfung. Es ist ein Porno. Siehst du? Pass auf, Obacht. Ich kann euch sogar sagen, es ist Platz 231 der weltweit erfolgreichsten Pornofilme. Meine Güte. Das ist und da geht es tatsächlich um... Ich bin entsetzt. Powerbottoms würde man trennen. Oh. Da kennst du dich ja aus. Bist du eigentlich passiv oder aktiv? Das geht dich überhaupt nicht an. Weiter. Gar kein Sex. Nein, Dschungelprüfung. Die Georgina. Das wäre toll, wenn es ein Porno wäre. Nee, das ist so... Stinken das. Besoffene Alte Teil 3, wenn die Alte leid, wird sie in den Arsch geknallt. So ein Scheiß ist das, so mit Omas. Stinkender Sumpf. Ja, Oma, also, ja, hört. Komm, dann sag mal deinen stinkenden Sumpf. Oh. Ich würde Pornotitel sagen. Das hat doch mit Kotzfunk zu tun wahrscheinlich. Nein, die haben im Dschungel keinen Sumpf. Die haben nur Gewässer. Das ist eine Dschungelprüfung. Ich sag, das ist ein Porno. Das ist eine Porno, ich glaub auch, Dschungel. Das ist Porno. Also 3 gegen 2, Porno gegen Dschungel. Wir sagen Porno. Also sagt Porno? Alles ist eine Dschungelprüfung. Hättet ihr mich gehört? Ja, dann würde ich Diamanten sein. Das ist so eine Grube, da müssen die dann nach Sternen sammeln. Das ist so. Langweilig. Überall nach Sternen. Das nächste Mal ist Georgina Fleur. Ich hasse die. Das nächste ist eine Dschungelprüfung. Ich hasse die auch. Ich mag die niemals. Kennst du die? Wir machen mir einen Diskreis über das. Georgina Fleur, ja, ich durfte einmal mit dir arbeiten. Nachher stehe ich wieder in der Bild. Ines, Horror. Du durftest. Horror. Horror. Eine Ehre. Ah, heulich! Kennst du? Also ist ein Pizzaboy oder was, ja? Mit Brent Corrigan! Halt den Mund, das ist ein Typ, der ist verheiratet, aber dann macht er irgendwie mit dem Onkel dann im Bett da rum, dann kommt der Pizza. Ja. Es ist aber toll. Es ist toll, guckst dir an. Oh, ist das so ein Come-Inside? Xhamster.com. Okay. Xhamster.com. Das ist eine Dschungelprüfung. Ach, leck mich doch hier. Die alte Sau! Also nicht meiner, aber. Wenn wir jetzt mein Lieblings. Es geht darum, dass die beiden Camper in einem Boot sitzen und Sterne sammeln müssen. Das interessiert auch gar keinen. Mach weiter. Wenn wir es jetzt in dem Namen nachdrehen, können wir es dann revidieren. Ich habe das Ding gerade hart berührt. Das Aufnahmegerät. Welches harte Ding? Die mag ich langsam. Bah, das ist so ein Glowy-Hole-Scheiß. Oder? Ja, ist ja kein Sound. Aber das ist ja nicht so. Kann man auch mit Sound spielen. Naja, ja, man kann es auch mit einem Glas schalten. Gibt es hier Darkroom auf deiner Party? Belgische Schokolade. Gibt es hier Darkroom auf deiner Party? Nein. Ich frage nicht für mich. Ja, das hätten wir da. Bist du gerade so richtig... Ich hatte gefühlt 27 Jahre. Ja, das schon Pizza. Aber Hose, bin ich erst 22. Hör auf zu lachen. Die streitet hier mit mir, das glaubt ihr gar nicht. Nur. Ich sitze hier neben den größten Nutten und muss mir sowas anhören. Also von mir denkt jeder, ich wäre die Hure dabei. Wow. Hier, alle drei auch. Wie war der Titel nochmal? Wrong Side of the Fence. Sagt ihr, ich halte mich. Ich war dumm. Ich hab da gar keine Idee zu. Ich würde Dschungel sagen. Nein! Nee, Dschungel, Porno, ich würde Porno sagen. Nein, Dschungel. Ich sag Porno. Vielleicht ist es so ein Porno mit so Häftlingen. Ja. Oh, die gibt's. Prison Porno. Ja, so. Das gibt's bei Gay Mail-Tube. Wenn der Löwe so durch den Zaun geht. Das ist eine gute Idee. Du kannst auch Eis-Gay da. Und wer dem nicht glaubt, dass das dann eine Dschungelprüfung ist, kann gerne die Links von den Pornos runterposten. Nur so. Ja, nur. Wir werden das recherchieren. Freund. Ja, es ist tatsächlich ein Porno. Tada! Es ist tatsächlich sogar ein Porno. Also, das kannst du sehen! Katsching! Die Jura tut die, weißt du? Sie hat mitgespielt als Gitter. Warte, wie machst du das immer? Na, niemand hier, da unten, irgendwas liken, subscriben. So. Jessica Parker, der Real Queen. So. Wir würden sagen, wir alle fünf haben gewonnen, weil wir haben ja nicht gegeneinander gespielt. Und du guckst sehr viel Scheiße im Internet, muss man sagen. Deshalb, wir danken dir und wir sind bereit zum Feiern, zum Trinken, zum Weitermachen. Guckt unsere nächsten Videos. Das war Jessica Parker. Bye. 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 Bye.